Hallo und willkommen zu meinem neuen Let's Play, und zwar Edna bricht aus. Ein Spiel, das schon etwas älter ist. Von der Grafik würde man ja sagen, es ist uralt, weil es ein bisschen seltsam ist, was die Grafik betrifft. Es ist sehr Comic-esque. Ich habe Edna bricht aus schon zweimal durchgespielt. Ich muss zugeben, sowohl beim ersten als auch beim zweiten Mal habe ich einen Walkthrough verwenden müssen, um einige der Rätsel zu lösen, denn die Rätsel sind teilweise ziemlich verworren und sehr verschoben und man kommt nicht sehr einfach drauf, wie man irgendwelche Sachen löst. Das letzte Mal, dass ich es gespielt habe, ist schon eine Weile her. Mal schauen, ob ich mich an die meisten Dinge erinnere. Ihr werdet mich auch weniger reden hören bei dem Spiel, weil das Spiel kommt mit einer wunderschönen Sprachausgabe. Und die Leute sprechen miteinander, sehr cool. Und vielleicht haben wir ja Glück. Und es gefällt euch. Und wenn es euch nicht gefällt, kann ich auch nicht viel machen. Gut, wir gehen auf neues Spiel. Und wir sehen ein Schiff. Interessant. Wir sind auf hoher See. Mit Daedalic. Das ist die Firma. Ein Spiel von Poki. Poki hat später noch ein paar Spiele in diese Richtung gemacht. Ich finde das Nachfolgespiel, nämlich Harveys neue Augen, bei weitem weniger gut als Edna bricht aus. Die Stimmen sind ausgezeichnet, kann ich nur empfehlen. Auch die Musik ist irgendwie witzig. Und eigentlich gar nicht wirklich nervtötend, könnte man sagen. Aha. Okay. Gut, wir haben unseren Charakter kennengelernt. Und wie diese Traumsequenz zeigt, sind wir wohl nicht ganz bei Trost. Was ist los? Ach nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Pah! Okay, wir haben unseren Gegenspieler schon gesehen. Edna bricht aus. Wir sind Edna. Das heißt, wir brechen aus, hoffentlich. Hallo? Hallo? Geht es weiter? Ah ja, hier sind wir. Das Spiel ist ein ganz, ganz einfaches Click and irgendwas Adventure. Das heißt, wir können alle möglichen Dinge anklicken, anschauen, benutzen, nehmen. Nehmen wir den Tisch. Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. Und wir sehen, Edna sagt zu allem etwas. Wir können auch sprechen mit dem Tisch. Stehen bleiben, Tisch! Brav. Gut, wir haben auch ein Inventar. Derzeit haben wir nur Harvey. Wir können ihn mal ansehen. Das ist mein alter Kumpel Harvey. Harvey ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von uns. Wir werden ihn noch sehr, sehr häufig verwenden. Wir sprechen mal mit ihm. Hallo? Hallo Edna. Was gibt's? Wo sind wir? Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Genau. Wir gehören hier sicher nicht her. Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Okay. Wir sind also gar nicht verrückt. Wir sprechen mit unserem Stoffhasen. Wir fragen ihn gleich, wie es ihm geht. Wie geht es dir, Harvey? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen. Ja. So viel.
so viel Ungeduld von diesem Hasen. Ich schaue mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Gut, was haben wir hier? Wir haben hier einen Stuhl. Den können wir uns auch ansehen. Potztausend! Abschraubbare Stuhlbeine! Ramschware aus dem Möbeldiscount. Ja, dann können wir dann ja wohl nehmen, wenn er abschraubbar ist. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Ha, wir haben ein neues Inventar. Wir können Inventarteile miteinander kombinieren. Harry, ich habe ein Stuhlbein abgeschraubt. Du bist ein Genie, Edna. Wenn es doch nur eine scharfe Kante hätte. Eine scharfe Kante? Das lässt sich irgendwie machen vielleicht. Mal sehen. Wenn ich das Stuhlbein hier hinterklemme und dann mit etwas Hebelwirkung... Na okay, ich habe das schon gekannt. Kaputt gemacht. Schaut, jetzt haben wir es kaputt gemacht. Ein kaputtes Stuhlbein. Hey, komm mir damit nicht zu nahe. Das sieht so aus, als könnte es wie Butter durch Gewebe schneiden. Ihr seht, Harvey gibt schon immer wieder Hinweise, was man mit den Dingen tun kann. Das heißt, man sollte Harvey möglichst alles zeigen. Wir könnten ihm auch den Tisch zeigen. Hey Harvey, willst du Notaufnahme spielen? Nur wenn ich der Chirurg sein darf. Dann lieber nicht. Ja, das finde ich auch. So, wir können auch das Tischbein verwenden, zum Beispiel Nein, mit dem Tisch. Es ist bereits kaputt. Und der Tisch hat mir nichts getan. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ach ja. Okay. Wir sehen, Harvey ist eher destruktiv. So, wir können ihn aber auch mit den Polstern verwenden. Wir haben einen Schlitz. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Sehr gut. Sprechen wir mit dem Schlitz. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich nehme das als Ja. Schauen wir mal. Was können wir wohl noch mehr machen? Wir haben da noch mehr Polster. Wir sind zerstörungswütig. Lassen wir den Harvey mit dem Polster sprechen. Du solltest Innenausstatter werden. Oh. Ja, das denke ich auch. Okay, sprechen wir mal mit dem Stuhl. Erkenne meine Überlegenheit, demontiertes Krüppelmöbel. Okay, das war jetzt nicht nett. So, da ist eine Tür. Sehen wir uns mal diese Tür an. Das ist eine Tür. Die ist geschlossen. Okay. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Okay, also. Schade. Kein Kratzer. Okay, also da können wir nichts kaputt machen. Schade. Na gut, sprechen wir mal mit der Tür. Hallo Tür, wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Diese Tür ist gemein. Ich hasse dich, Tür. Ja, wir hassen sie zu Recht. Okay, wir können aber, glaube ich, auch mit dem Gitter sprechen. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Oh, ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Weiß ich nicht, stimmt das? Na dann sprechen wir halt nochmal mit ihm. Hey, hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Okay, was könnten wir wollen? Wo bin ich hier? Wer bin ich? Hey, fragen wir, wer bin ich? Wer das bin ist gut. Ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Das ist nicht nett. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden.
Beantworte dir die Frage einfach selbst. Er versucht, dass wir deduzieren können. Na gut. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Fragen wir, wo wir sind. Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnt ihr nicht einmal mehr zum Klo gehen. Der ist ziemlich fies. Sollten Süße. Leute noch... Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Sollten diese Leute in einer Anstalt nicht freundlich sein? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Warum ist es so heiß hier drin? Auf Warum einem, kann auf ich mich an nichts erinnern? Durch. Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Auch das klingt nicht sehr nett. Das heißt, wir werden behandelt, dass wir was vergessen. Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Genau. Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Das ist aber nicht gut. Ich will sie jetzt haben. Ich will irgendwann raus. Fragen wir mal. Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh, wirklich? Ich glaube, das mag er nicht. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Der ist aber fies. Was für Notfälle könnten wir denn haben? Ich muss mal, das ist gut. Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich muss mal auf die Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Weiß ich nicht. Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, sehr gut. Also aufs Klo können wir hier nicht gehen. Oh, ich hab mich geirrt. Doch, kein Notfall. Ich glaube, so kommen wir hier nicht raus. Doch, kein Notfall. Umso besser. Noch was? Ja, ich will hier raus. Mir ist aufgefallen, wie elegant du diese Tür bewachst. Oder mir ist aufgefallen, was für eine Dampfnase du doch bist. Versuchen wir es mal mit der freundlichen mir Tour. Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Das ist so dumm. Yep. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh. Ich spiele Golf. Minigolf. Yep. Minigolf. Und den Schläger hat Mami dir gekauft. Minigolf, mir wird ganz duselig. Du könntest mich hier rauslassen und mir was vorgolfen. Können wir über was anderes reden? Nein, mal versuchen wir mal das. Du könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komm ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Minigolf. Mir wird ganz duselig.
Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an, dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Oh, ist das süß. Hey! Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Na schauen. Da ist ein luftiger Spalt jetzt. Nicht mehr nur ein Spalt. Na dann. Machen wir da mal weiter. Na hey, hast du das nicht? Wow. Hey, wir haben eine Lüftung gefunden. Okay. Wir reden mal mit dieser Schraube. Yo, Schraube! Juh mich nicht an, das Objekt. Oh. Hey, Schraube, bleib mal locker. Mhm. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Okay. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Ich will keine Schrauben essen. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich barfuß Polka tanzen? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Eine Projektion meines Unterbewusstseins. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Wir tempomorphen. Wo auch immer hin. Gibt's da sonst noch irgendwas? Gitter. Schau dir mal das Gitter an. Was meinst du zu diesem Gitter, Harvey? Es muss einen Weg geben, da durchzukommen. Mhm. Go, Edna, go! Schauen wir mal. Das ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Oh. Das ist schlecht. Hey, sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Okay, Stuhlbein und Gitter. Das Gitter ist nicht gerade beeindruckt. Hm. Im Gegenteil, es verhöhnt mich. Wir sprechen mit dem Gitter. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Okay. Gut, ich glaube, wir müssen den Harvey noch einmal den Schrauben zeigen. Ich glaube, so bereit, ist es gegangen. Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Wir tempomorphen. Ja, das ist ein interessantes Prinzip, was wir hier noch ein paar Mal erleben werden. Harvey bringt uns in unsere jugendliche Vergangenheit und wir erfahren ein wenig darüber, wie und was und warum. Gut, schauen wir das doch mal an. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst, halte dich fest. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch.
ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Gut. Also wir können jetzt Sachen ziehen. Hier rein. Also Harvey kann rumrennen, kann Sachen ziehen. Und die können wir dann der Edna zeigen. Oder umgekehrt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es gegangen ist. Ah ja, stimmt. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Okay, na gut. Dann lassen wir sie mal. Nehmen wir die Hake. Und dann machen wir mit der Hake das Fenster auf. Na schauen, das funktioniert ja wirklich. Gehen wir da mal rauf. Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Wow! Das ist unsere alte Küche. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Die Schrauben halten eine Verblendung, was wohl dahinter ist. Okay, ich glaube, wir müssen wieder zurückgehen und den Harvey raufschicken. Der nimmt dann alles mit, genau. Und das können wir dann der Edna zeigen. Hast du schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Keine Sorge, ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen ja, Keller zu sehen. Ja, den Keller eingesperrt. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Hey Edna, Schrauben. Ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja, ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen, ich bringe uns hier raus. Okay, schauen wir mal Gas. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, soweit bin ich noch nicht mit dem Plan. Okay. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Tücher. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Ihr seht, egal was für dumme Dinge ich mache, sie hat immer irgendeine Antwort. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Okay. So. Können wir da raus? Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Sehr gut. Ah, schau an. Jetzt sind wir hier heroben. Hintertür.
Regenturm. Was gibt's hier noch? Die Sonne. Ja, die will ich auch mitnehmen. Die Nachbarn. Im Übrigen, es gibt hier überall den Poki, mit dem man sprechen könnte. Also nicht wirklich sprechen, sondern er gibt einem irgendwelche... Oh, da sitzt ja wer. Der Linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Na sowas. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich auch nicht. Wieso essen wir keine Eiscreme? Wir nehmen Mattis und Alfred mit. Sonst noch was? Sonnenschirm. Oh, da gibt's noch die Zeitung. Artikel 1. Artikel 3. So, ich glaube, das war's. Gut, wir haben einen Haufen Zeug gefunden. Gehen wir zurück zu Edna. Schauen wir mal, was die Edna dazu sagt. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Tja, gute Frage. Stimmt. Ich guck mich lieber weiter um. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Draußen ist wunderschönes Wetter. Das ist nicht fair. Ich muss hier unten im Keller sitzen. Ja, ich finde das auch nicht fair, dass wir im Keller sitzen müssen. Vielleicht sollten wir die Nachbarn um Hilfe bitten. Die sind sicher auf Mattis Seite. Außerdem, wie stellst du dir das vor? Willst du zu ihnen rüberlaufen und klingeln? Ach ja, das geht wohl schlecht. Ja, eine Projektion meines Unterbewusstseins kann kaum zu den Nachbarn gehen. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Echt? Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das wollten wir nicht nochmal hören. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Arg. So, wir haben da noch ein paar Artikel. Vielleicht helfen uns die hier weiter. Mal was. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein, schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Schon. Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Hey, wir haben einen abgebissenen Fußnagel. Gut, hören wir uns noch die 2 an. Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Liesel und ihre Doggen. So, was sagst du? Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Okay. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Gut, wir haben uns einen Fußnagel abgebissen. Du bist ein Teil von mir, wenn auch nicht der sauberste. Kein Dreck unter dem Rand, sie selbst.
Na gut, schauen wir mal. Können wir den Fußnagel mit diesen Schrauben verwenden? Bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann's kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Wow. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Na dann. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Hey. Und was ist jetzt? Stopp, noch nicht zurück. Okay. Das war's dann wohl. Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid. An mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke, Harvey. Na schauen. Was würde ich bloß ohne dich machen? Weiter hier herinnen sitzen. Wir haben jetzt eine Fähigkeit freigeschalten. Und wir haben jetzt einen Fußnagel. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Fußnagel mit Schraube. Yay! Vielleicht sollten wir uns die Schrauben aufheben. Wir sind durch. Oder auch nicht. Wir müssen da ja raus und der Ventilator ist irgendwie im Weg. Stuhlbein. Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Okay. Na gut, Herrschaften. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal kurz zurück. Ich werde hier an dieser Stelle abbrechen.